Stachel. Hallo Lilly. Wo sind wir denn? Wir befinden uns jetzt auf dem... Ist das der Hollywood Boulevard oder welcher ist das jetzt? Richtig. Juhu. Ja, da drüben sind ganz schöne Sternchen. Und Sternchen. Und ganz viele Leute. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Barrow, while they break the spell of aging. Celebrity skin, is this your gender? Is that war you're waging? Firstborn unicorn. Wir müssen mal Diskussionen hier filmen, was schick ist und was wir gekauft haben und oh, Papaya, geil. Und die Jungs haben für heute Abend das hier gekauft? Eine Ausbeute heute. Oh, jetzt tun ja nicht so, als hättest du nur Kaffee gekauft. Ja. Du treibst die Gepäckmenge in die Höhe. Ich? Ja. Wer hat hier 3 Jeans gekauft? Ach so, hab vergessen. Ihr wisst ja gar überhaupt nicht, was gestern in dem CD-Laden auf dem Biko Boulevard stand. Was stand denn da? Der Stachel hat den neues Mal hingehalten. Ich hab's bestimmt verdrängt. Du hast es verdrängt, Wolfgang Petri. Oh ja, oh, böse. Der Leo isst ganz gesund Mittag. Schwarzbrot schon, ne? Deutscher Burger. Aber wir hatten heute mal keinen Appetit auf Burger, weil wir gestern 2 Burger essen waren. Wo? Florian? Was? Burger? Wieso jetzt? Hat jemand Hunger? Ja, es geht um Appetit auf Burger. Hier ist der Teddy, ja, Florian. Ich habe überhaupt kein Problem mit Burger. Florian. Schade, dass wir so wenig mitnehmen können. Sonst wird man, sonst wird man auch die Wegen voll schlichten. Stimmt's? Was? Ja. Ja. Jetzt soll ich jetzt lesen, Non-Idiot. Das ist schlecht. Wäre eigentlich doof, ne? Das wäre nicht. Und was gab's nochmal auf Oktoberfest? Strusel. Nee, not Strusel. Weizen. Hier und Weizen. Hill? Mach Hier mal du. Oder danke. Mach du mal. Du kennst es wohl noch gar nicht, hä? Francis Gaynor Weizen. Hill oder danke. Na, Hill oder danke. Ja. Mach mal Hill oder danke. If you're not able to transport it in English, so you have to say Hill. Danke. Huch. Or maybe you choose a Bockbier. Leo, was trinkst du gerade bitte? Ich habe diesen Coffee Espresso gerade im 99 Cent Laden ersteigert. Hat aber keine 99 Cent, plus 49 oder 59 gekostet. Den koste ich jetzt nochmal extra für euch. Und kann euch sagen, Sugar Water Coffee Flavored. I love it. I love it, yes. Aber ich lese gerade immer noch auf dem Sand aus der Wüste gerade rum. Und als alter Romantiker natürlich Sonnenuntergang, Wolken, alles ganz toll. Genau. Wir sind jetzt hier beim verrückten Griechen. Oh, wen habe ich denn hier entdeckt? Wo sind wir? In Melbourne. Wir sind ja quasi in der Mitte der Wüste. Nächste Highlight gefunden. Und so. Seht euch das an, könnt ihr das lesen? Tourist Help.
Mad Greek. Wir sind in Mad Greek und das Personal spricht die folgenden Sprachen: American, Fluent Californian und gleich darauf folgend die nächste Sprache: Englisch. But with some accent. Yeah, but with some accent. Greek, aber auch nur Ancient Greek und Modern. Was heißt das? Aber das ist nur ein, achso, Arabic und Hebrew nur Weekends und Hindu und Korean nur via Phone. Italien auch nur sizilianisches Italienisch und Mexikanisch ist dann pur. Und Russian ist friendly. Was auch immer du, was auch immer Russian friendly heißt. Ja. Können wir mal sehen. Ich möchte trotzdem noch auf die Beschwerdezentrale verweisen. Also wenn du Beschwerden hast, zieh eine Nummer. Und hier sehen wir das größte Fieberthermometer der Welt. Überlegt euch selber, wo man es hinstellt. Zeig euch jetzt mal, wo wir wohnen. Beziehungsweise fahren wir da jetzt hin. Weil wir können uns natürlich nicht alle anders erlauben, wie da protzig zu sein. Und es ist eigentlich protzig, weil es ist billig. Ja, es ist das teuerste Hotel und beste Hotel in der Stadt. Da hinten, dieser Strich, den ihr auch vielleicht seht, das ist ein Turm. Genauer gesagt, das Stratosphere Tower. Und eigentlich muss ich heute einen der drei Jungs heiraten. Hast du schon entschieden, wen? Dazu brauchen wir noch ein total cheesy, pinkes Hochzeitskleid. Und ein Elvis. Und wir müssen vorher viele Drogen nehmen und Alkohol trinken. Dass wir dann auch total fertig aussehen. Nee. Machen wir natürlich nicht. Wir trinken lieber Tee und setzen uns in unser Hotelzimmer. Und heiratet nicht. Und heiratet nicht. Auch heiratet. Nicht gerade in Vegas. Es ist so ausgekatscht. Und da ist er. Guckt es euch an. Das ist der Flow von hinten. Also, wir können unten ausgehen. Wir müssen schon raus. Las Vegas. Schau mal, wie man also eigentlich ist es schwerer. Hier der Bahnhof. Also, willkommen in Gera. Willkommen in Gera. Heute bei den Daily News. Das Wetter ist klar. Es gibt kaum Wolken. Und in Gera ist zurzeit sehr viel Strom vorhanden. Wir sind in Las Vegas. Über Las Vegas. Denn wir wohnen im Stratosphere Tower. Ist es der Wahnsinn? Und hier können wir vielleicht morgen mal im freien Fall machen. Viel Spaß wünsche ich euch. Also, da ist aber ganz schön kurz. Naja. Ich glaube, schlimmer ist die. Die Achterbahn. Die Achterbahn. Also, da bin ich mir wirklich nicht ganz so sicher, ob man das machen sollte. Das ist nämlich echt übel. Also. Florian. Wir befinden uns nun auf dem Stratosphere Tower und wollen mit diesem monströsen Ding bauen. So, also jetzt sind wir in Las Vegas, ja. Tag 2. Lilly hat sich schick gemacht. Total krasse Essensangebot. Ich kann mich fast nicht entscheiden, was jetzt und ja, hier oben ist es Venetian. Und schauen wir mal, was heute noch so geht. Wir sind jetzt hier am Treasure Island. Abends Sunset Strip. Las Vegas Boulevard. Und hier sind die Herren Musiker. Hast du ein Statement? Schwierig in Las Vegas, ne? Ja, Leo. Rock'n'Roll, ne? Genau, oder? Genau. Schauen wir mal, was wird. Okay. Tag. Wir fahren jetzt mal raus aus Las Vegas, weil Las Vegas war so langweilig. Deswegen fahren wir in die Wüste. Und deswegen fahren wir jetzt in die Wüste. Nein, eigentlich fahren wir in die Wüste, um Fotos zu machen. Mal gucken, ob es heute was wird, weil gestern wollten wir schon welche machen und da ist ein totaler Sturm. Da ist für alle aussahen, wie wenn wir eine Rockabilly-Band sind.
wollen wir nicht unbedingt. Und so sieht es jetzt hier aus. Achtung! Wir fahren zum Uferdamm. Da gibt es quasi Staubsauger. Tag. Wir sind hier heute am Uferdamm. An dem Damm, der ganz Kalifornien, also nicht der Damm, sondern das Wasser drin, ganz Kalifornien speist. Und ich zeige euch das jetzt mal. Und ich dachte halt schon mal, das nicht gelesen. Bin ich ja nicht drauf umgeklettert. Das würde ich mir sowieso nie trauen. Und dann nicht? Ich bin da total feige. Feige. Ich habe nämlich ein ganz fürchterlich tief sitzendes Problem mit Höhen. Bist du feige? Und hier mit dabei wehendes Haar. Guckt mal, so viel Wasser drin. Ist so ein bisschen wie das Tor von Mordor. Ja. Leo ist nämlich Saruman. Guckt über sein Land. Das wäre mal was. Da würde ich schon ein wenig aufräumen. Wieder mal sind wir bei dem Punkt angekommen. Bei den Amis muss alles groß und dick sein. Bürger, Personen, Betten, Autos, Parklücken und natürlich auch Talsperren bzw. Rohre. Tada! Schache, sag mal was. Hallo. Entschuldigung, ich hab dich gelauscht. Hast du? Verrückt. Ja, wir befinden uns gerade in der Red Box. Rotlichtmilieu anscheinend. Wir sind jetzt in Las Vegas, kurz vor unserem Auftritt. Man hört es draußen vielleicht schon. Bestimmt lustig. Hey Buddies all around the world. Wir sind jetzt fertig mit Spielen in der Dinos Lounge. Und mein Schnucki, also mein Effektgerät, hat einen neuen Beutel gekriegt. Und jetzt zeige ich euch mal. Erstmal, wo wir gespielt haben. Da haben wir gespielt. The Dinos Lounge in Las Vegas. Hier sind wir schon wieder am Einladen. Das ist der neue Beutel von meinem Schnucki. Tada! Die Jungs laden wieder fleißig ein. Levis Jeans. Leos Arsch. Mein Arsch. Nehmen wir mal jedem seinen Arsch. So. Okay, wir setzen uns jetzt gleich ins Auto und fahren von Las Vegas nach Bedlamont. Das liegt unterhalb von San Francisco. Weil wir morgen dort einen Auftritt haben und deswegen halt mich hier nochmal übernachten können, obwohl wir gerne nochmal für sage und schreibe $16 im Stratosphere Tower übernachtet hätten. Aber wir fahren jetzt weiter und wir hoffen, dass wir nochmal in die Wüste kommen, viele Fotos machen können, gut durchkommen. Wünsche uns Glück. Adios.